So sieht's aus. Platz 5. Camp Out. Das einzige Maze, welches schon ab 12 Jahren freigegeben ist, und das merkt man auch. Denn zum Beispiel krankhafte und abartige nachgestellte Szenen finden wir hier noch nicht. Aber die Atmosphäre punktet bei Camp Out auf jeden Fall. Geil. Für mehr Details schaut euch am besten mein persönliches Review zu Camp Out an. Gruselfaktor 50%. Platz Nummer 4. Insidious Chapter 2. Am späten Abend entfalten sich die Dämonen aus Insidious unter der Tribüne der Stuntshow. Leider ist im Wartebereich beachtlich wenig passende Insidious-Thematisierung vorhanden und glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Insidious-Fanboy. Aber dann tauchen wir in guter alter Horrorfilm-Manier in die Astralebene ein. Ab und an hat's dann auch mich erwischt. Gruselfaktor 72%. Platz 3. Death Pittle. In diesem Gebäude verbirgt sich das wohl bestialischste Krankenhaus auf der Welt. Die Maze führt uns ganz genau durch das Spital der etwas anderen Art. Zum Beispiel geht's zum Zahnarzt. Mit einer Prise von guten Akteuren ist diese Maze auch nix für Angsthasen oder Leute mit einer Abneigung gegenüber Krankenhäusern. Gruselfaktor 83%. Wir kommen im Circus of Freaks ein. Heute mit dem Thema feucht-fröhliches Eine Maze vollgespickt mit freakigen Clowns und anderen Zirkuskreaturen. Jap, genau das erwartet euch in Circus of Freaks. Als Joker-Fanboy bin ich wahrhaftig gehypt. Insgesamt arbeiten die Akteure im Zirkus auf Höchstniveau. Mir ist das ein oder andere Mal das Herz wahrhaftig in die Hose gerutscht, aber der Penis hat sich auch ab und zu nach oben gepusht. Ein paar kleine Jokes dürfen natürlich in einem Zirkus voller Clowns auch nicht fehlen. Mein persönliches Highlight, die Menschenaffen. Passt auf euer Gehör auf, mein kleiner Tipp. Das ist geil. Gruselfaktor
Faktor 85%. Platz Nummer 1, The Slaughterhouse. Auch hier wurde die Moral der Menschheit mithilfe von einer Maze zerfetzt. Denn Slaughterhouse könnte den ein oder anderen zu psychischen Störungen verhelfen. Die Prämisse, wir erkunden als fiktive Kunden eine Metzgerei der etwas anderen Art. Das Film ist super lang. Aber das war's natürlich nicht. Wir werden von vorne bis hinten dermaßen erschreckt, das ist nicht mehr normal. Meiner Meinung nach die kränkste Maze im Park. Gruselfaktor 90%. Wer es noch krasser will, dem sei hiermit der Film Märtyrs ans Herz gelegt. Das war's und falls euch das Video gefallen hat, abonnieren nicht vergessen. Bis die Tage, meine Freunde. Ciao.